Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video heute. Was manche von euch vielleicht nicht von mir wissen, ist, dass ich ein großes Table habe für Lost Places, für Orte, die verlassen sind und Orte, die eine Geschichte erzählen. Und ich suche die hin und wieder ganz gerne auf und wollte euch heute gerne mitnehmen zu einem Lost Place, den ich besonders cool finde. Aber was dann passiert ist, ist ein bisschen seltsam, deswegen ich sag euch einfach, was geschehen wird. Nicht wundern, die Qualität ist vielleicht nicht ganz optimal, denn ich habe es einfach mit meinem Handy aufgenommen, wie so ein Pleb. Aber ich wollte einfach mal gucken, wie diese Videoidee überhaupt ankommt. Und ja, ich zeige euch mal, was ich erlebt habe. Also zuallererst hier bei dem Durchgang, ihr seht dieses weiße Zeug. Ich hoffe, das kann man einigermaßen gut sehen, ich habe nur mein Handy dabei. Aber das ist eindeutig eine Füllung von einer Matratze oder einem Kissen oder so. Irgendwas oder irgendwer hat das Ding ziemlich zerrupft. Wir gehen mal weiter. Und hier ist so... Gott, der hat sich ein Blatt bewegt, ich habe mich voll erschreckt. Hier ist so ein einfach... so ein Betonfundament. Darauf sollte wahrscheinlich irgendwas gebaut werden. Interessant sind diese geilen Stiefel hier. Die waren letztes Mal auch schon da. Ich glaube, die haben da ein paar ganz coole Stickereien. Ab, gucken wir mal. Long Island, toll. Wunderschön. Ein paar Gläser sind hier auch. Also hier ist einfach all möglicher komischer Junk. Irgendein Arsch hat hier auch seinen Scheiß hier einfach abgeladen. Das ist keine weitere Untersuchung wert, denke ich. Und schaut mal, hier sind noch ein paar Betonstrukturen. Also irgendwas wurde hier auf jeden Fall gebaut oder mal probiert hier irgendwas zu bauen, aber entweder ist das Geld ausgegangen oder irgendwas anderes ist vorgefallen, warum die Arbeiten abgeblasen wurden. Das ist aber noch lange nicht das Highlight von diesem Ort, ja. Wir gehen einfach mal ein bisschen weiter. Ich lasse mal ein bisschen laufen, dann könnt ihr das mal ein bisschen sehen. Hier haben wir noch irgendwas, was kaputt ist. Cool. Und das Ding ist einfach so eine Luke, so eine Holzluke. Aber ich denke nicht, dass sie irgendwo hinführt. Das ist keine Luke, das ist einfach nur ein Stück Holz. Nevermind. Ja, es sah so aus wegen diesem Ring, der da dran war. Vielleicht hat man es im Video gesehen. So, gehen wir weiter. Hier ist irgendwie... Weiß nicht, irgendein anderer Scheiß. Zuerst dachte ich an Teppichboden, aber das ist zu dick dafür. Das ist so eine Grundsanierung oder so. Gehen wir mal ein bisschen weiter. Kann sein, dass ihr Hunde hört. Hier in der Nähe ist tatsächlich eine Hundeschule. Das ist ganz bezaubernd. Gehen wir mal ein bisschen weiter. Hier ist immer noch alles zugewuchert. Ah, ich glaube, ich bin hier anders reingekommen als sonst. Da drüben ist noch ein Weg. Das ist aber nicht viel Spannenderes oder mehr als das, was wir hier sind. Wir gehen also einfach mal weiter. Gucken wir mal. Das Interessante finden wir nämlich tatsächlich in diese Richtung. Ja, ich frage mich, wie das Video so bei euch ankommt. Ob es überhaupt gut ankommt oder gar nicht gut. Fand die Idee ganz interessant. Aber mal sehen, was ihr so dazu sagt. Habe ich mich verlaufen? Das sieht nicht richtig aus. Oh, oder doch? Warte mal. Ich glaube, man konnte hier früher mal durchgehen, aber sie haben das verschlossen. Ha. Ich gucke mich noch ein bisschen um und schalte euch dazu. Wenige Minuten später. Also ihr Lieben, ich bin mir ziemlich sicher, vor einigen Jahren, als ich hier war, war hier noch ein riesiges abgebranntes Haus. Ich guck mal, ob ich die Bilder restaurieren kann, die ich damals gemacht habe. Aber der ist einfach weg. Ist ja verschwunden. Da bin ich verrückt. Haben wir doppelt gecheckt, ob das der richtige Ort ist, aber ja. Das Überbleibsel ist da. Das ist ein bisschen Holz, was da noch so rumliegt. Das gucken wir uns mal kurz genauer an. Interessante Anordnung. Ist, als würde hier jemand besucht haben zu leben. Oder irgendwas aufzubauen. Oder ist einfach nur Stöcker, die jemand schön fand und sammeln wollte. Vielleicht einfach auch nur Feuerholz. Da drüben ist ein alter Koffer. Interessant. Eindeutig leer. Aber der hat doch so ein Sicherheitsding, oder? So aufmachen. Hier sind noch ein paar Steine und Scherben und so, aber das ist nicht so spannend. Ich nehme euch mal kurz mit. Das
zu einem Ort, den ich persönlich aber sehr spannend fand. Wie gesagt, ich schwöre euch, ohne Scheiß, hier war ein riesiges abgebranntes Haus. Ich schwöre. Aber das ist einfach weg. Ja, hier. Guckt euch den Boden an. Hier stand ja auf jeden Fall was. Ich weiß nicht, dass ich mich entschieden habe, da nicht reinzugehen, weil es einsturzgefährdet aussah. Schauen wir hier weiter. Das sieht interessant aus. Gucken wir mal, was unter dem Stein ist. Ein verschütteter Tunnel. Aber irgendwer wollte auf jeden Fall, dass dieses Loch bedeckt ist. Ich werde es wieder zumachen. Nicht, dass irgendwer nachts hier ist und stolpert. Das sieht kurios aus. Schauen wir mal rein. Oder drunter. Nur noch mehr Holz, was trocken gehalten werden soll. Ich mach das wieder drauf. Interessant. Also wer auch immer hier rumhängt, hat auf jeden Fall ein Faible für Holz. Interessant, das Ding ist abgedeckt. Das lassen wir mal in Ruhe. Ja, ich bin erstaunt, Leute. Hier war ein riesiges Haus, jetzt ist alles weg. Vielleicht ein bisschen lame für ein Lost Place in dem Fall. Ja, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir gehen nochmal kurz in diese Richtung, weil das interessant aussieht. Hier, diese Dielen waren sicher Überreste von diesem Haus. Ja, das ist das Schöne an Lost Places. Sie verändern sich. Eine weitere Abdeckung von irgendetwas. Und hier ist so eine Plattform. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich denken, das ist eine Team Rocket-Falle. Guckt euch die Scheiße an. Wir gehen da mal lieber nicht drauf. Aber vielleicht hört ihr den Zug, der düst hier nochmal durch. Ja, fuck. Ich wollte euch eigentlich was Cooles zeigen, aber ich schätze, wir düsen ab. Mehr ist hier wohl nicht zu holen oder nicht zu sehen. Schauen wir gerne in die Kommentare, ob ihr gerne ein paar Lost Places sehen möchtet oder nicht. Fand die Idee cool, fand die interessant, wollte heute machen. Aber ich bin ehrlich mit euch, ich bin ein bisschen enttäuscht. Naja, wie auch immer. Haut rein, Leute. Ciao. Ja, wie ihr seht, sehr enttäuschend. Fand ich auch. Krise. Auf der einen Seite finde ich es sehr, sehr schade. Auf der anderen Seite ist es eigentlich eine gute Sache, dass dieser Lost Place verschwunden ist, denn ganz sicher war der nicht. Als ich den nämlich vor ein paar Jahren erkundet habe, gab es ziemlich viele gefährliche Sachen wie Scherben und ja, das eine Haus sah aus, als würde es fast einstürzen, ein Teil ist bereits eingestürzt, ich bin da nicht komplett reingegangen, ne? Aber ich habe tatsächlich die Videos oder die Fotos restauriert, die ich damals gemacht habe. Ich habe die nämlich damals zu Reddit hochgeladen und die waren noch da. Also restauriert ist vielleicht ein großes Wort dafür, ich habe sehr viel gefunden und nochmal runtergeladen. Aber hey, ich würde euch gerne mal zeigen, was das mal für ein Ort war und was da passiert ist. Ja. Ich persönlich finde diesen Ort wirklich schön, wirklich cool, weil ich einfach ein sehr, sehr großer Fable für dieses Kaputte habe. Aber, naja, am Ende des Tages ist das schon eher gefährlich und dort reinzukommen ist lächerlich einfach. Und für Kids vielleicht auch gar nicht so gut, die jetzt vielleicht nicht, wie ich sagen, oh, ich gehe da vielleicht nicht rein, weil das bald einstürzt. Deswegen, ja, es ist halt so eine Sache. Aber hey, schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ob ihr Interesse habt an Lost Places. Ich besuche die sowieso wahrscheinlich. Und kann ich gerne mitnehmen. Ich finde das persönlich ist ein sehr spannendes Thema. Natürlich muss man auf vieles achten, aber wir können mal zusammen reingrooven. Wenn ihr also Bock habt, mehr davon zu sehen, sagt mir gerne Bescheid. Ich kenne noch ein paar, die noch nicht aufgeräumt wurden. Naja, aber das war's auch schon für den heutigen Video. Ich wollte euch einfach mal ein bisschen was zeigen. Ich fand es ganz cool und interessant. Dann könnt ihr mir sagen, ob ihr das auch cool und interessant fandet oder scheiße. Oder ob ich einfach was anderes wünscht. Ein bisschen vielleicht ungewöhnlich für so einen Gaming-Channel, aber hey. Das wahre Abenteuer, was wir Videospielen haben, gibt es auch im echten Leben nur ein bisschen anders. Und ich denke, das ist ein Schritt davon. Oder ein Teil davon. Ein Schritt davon klingt ein bisschen dumm. Wie auch immer, ich habe jetzt genug gelabert. Danke fürs Zugucken, dass ihr bisher ausgehalten habt. Und hey, liked, abonniert, macht all den Scheiß, bitte, danke. Das wäre echt cool, das hilft dem Channel richtig gut zu wachsen. Ihr seht, es ist einfach so eine One-Shot-Aufnahme hier. Aber ist ja eigentlich auch kein großes Ding, was ich hier verkünden will, wie auch immer.
Danke fürs Zugucken und haut rein. Ciao.